Hallo und herzlich willkommen zur Produktvorführung von Blackbox Fireworks 2018. Wir sind hier bei wunderschönem Wetter versammelt, haben weit über 200 Firmen als Gäste und hoffen auf einen durchschlagenden Erfolg. Wir haben hier eine ganze Menge Feuerwerk auf dem Acker. Mit dabei sind viele, viele Neuheiten in dieser Saison aus dem F2-Bereich, aber auch schon einige aus dem F4-Bereich. Selber gespannt bin ich auf unsere neuen F2-Raketen. Dort stellen wir schon die ersten Sortimente vor, die mittlerweile auch schon eingetroffen sind. Das wird eine Premiere und wie gesagt, die sind auch bereits schon bei uns verfügbar. An Verbundfeuerwerk hat unsere Familie Zuwachs erhalten. Die Level 1, die Level 4 und die Level 8 ist jetzt bei uns auch verfügbar und werden wir heute natürlich auch mit vorführen. Viel Spaß beim Schauen des nachfolgenden Videos. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist langsam soweit. Der Höhepunkt des Abends so gut wie da. Diejenigen unter Ihnen, die ich heute noch nicht persönlich begrüßen durfte, möchte ich an dieser Stelle noch mal ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr alle da seid. Mehr wie im vergangenen Jahr. Das freut uns natürlich. Die Moderation heute wird wieder begleitet von Carsten Scherf und mir persönlich. Andreas Vogt ist mein Name. Wir gehen die Artikel rubrikenweise gemeinsam durch, wechseln uns dabei ab und werden auch den einen oder anderen Kommentar dazu abgeben. Wir beginnen mit den Frontstücken und ich übergebe dazu für die erste Anmoderation an den Carsten. Fangen wir direkt mit der Nummer 1 auf unserer Liste an. Die Rapiato 500 wird von 5 verschiedenen Positionen geschossen. Beziehungsweise gezündet und es sind jeweils immer zwei Stück miteinander verbunden. Ja, das klingt in der Wohnsiedlung dann nochmal natürlich ein ganzes Stück anders. Anmerkung meinerseits, der Artikel ist Kategorie F2. Als Nummer 2 auf der Liste werden wir die Herzsonne sehen, davon 2 Stück. Danach, 30 Sekunden nach dem Start, kommt direkt die Luna Fontänkegel Nummer 5. Die Nummer 4 auf der Liste, die Supervulkan in Gold, hier auch 5 Stück, ebenfalls Kategorie F2. Thank you.
Die Nummer 5 auf der Liste, die Riesenzylinderfontäne, hier in Silber. Genau, 60 Sekunden. Ebenfalls erhältlich bei uns die Riesenzylinderfontäne in Gold und auch in jeweils 60 und auch 30 Sekunden. Die Nummer 6 auf ihrer Liste, die St. Helena Nummer 2, ebenfalls Kategorie F2 und auch hier 6 Stück geschossen. Nun folgt die Nummer 7, der Barockfächer. Und als Abschluss von unseren Frontstücken, die Nummer 8, der Megavulkan Feuersäule hier in Silber. So, das war der letzte Artikel mit der Nummer 8 aus dem Bereich Frontstücke. Wir kommen nun zu den Feuerwerksbatterien der Kategorie F2 und eröffnen da auf Position 9 mit der Böse und Gemein als 5er Front. Viel Spaß. Bei dem Artikel müsst ihr aber bitte darauf achten, da es die Lagergruppe 1.3G hat, werden wir den Artikel in den Auslauf nehmen. Das heißt, er wird auf kurz oder lang nicht mehr verfügbar sein, da der Versand hier sehr, sehr schwierig ist und die meisten Kategorie 2 Kunden das nicht hinkriegen, das zu lagern. Ja, soweit die Anmerkung vom Verkauf. Als nächstes darf ich auf Position
10 die DOC 12 ankündigen, 4 Stück im V-Fächer. Ja, das war die DOC 12 mit der Position Nummer 10. Es folgt nun als nächstes eine aktuelle Produktneuheit für das Jahr 2018, die Klemmer auf der Position 11. Ja, das war die Neuheit Glamour. Übrigens Kaliber 25 mm und 25 Schuss. Auf Position Nummer 12 folgt nun die Ice Sphinx im Dreierfächer. Das war die Ice Sphinx. Auf Position Nummer 13 folgt nun eine weitere Produktneuheit und die Feuerwerksbatterie Süßes Gift, hier 2 Stück im Kaliber 30 mm geschossen. Voraussichtliche Verfügbarkeit auch hier August diesen Jahres. Es folgt nun auf Position Nummer 14 die Shrill Bill, ebenfalls 2 Stück im V-Fächer. Das war die Shrill Bill. Auf Position Nummer 15 nun die Titanica, ebenfalls 2 Stück gleichzeitig. So, das war die Titanica. Es folgt nun auf Position Nummer 16 die Nymphis, auch hier 2 Stück gleichzeitig geschossen.
Das war die Nymphis. Es folgt nun auf Position 17 die Freak. Das war die Freak mit dem Kaliber 20, 25 und 30 mm. Die Nummer 18 auf der Liste, die Halo, werdet ihr jetzt sehen. Als nächstes die Nummer 19, die Barbarossa. Da wurden auch zwei Stück geschossen. Die Nummer 20 auf der Liste, ebenfalls eine Produktneuheit, wird ebenfalls im August verfügbar sein. Handelt sich hier um die Preludium, 13 Schuss, 30 mm. Schon schick, oder? Als Nummer 21, die fette Elke. Einmal komplett Nummer 1 bis 5 und mit jeweils 2 Sekunden Verzögerung. Die Nummer 22 auf der Liste, fette Elke Nummer 3 und Nummer 4.
Als nächstes einer unserer Top-Artikel in der Kategorie F2, das Ding. Die Nummer 24, der Zorn. So, auch hier handelt es sich immer noch um Kategorie F2. Die nächste Batterie, Nummer 25, Extrem. Das war die Extrem, mal eine leise Batterie. Ganz im Gegenteil zur Nummer 26, die Erzengel. Welche auch in einer neuen Version kommen wird, namens Erzengel Diavolo. So, die Nummer 27 auf der Liste, Pyro-Spektakel Level 1, ebenfalls eine Neuheit, diese wiederum aber schon verfügbar ist. So, das war die Pyro-Spektakel Level 1 aus der Verbundfeuerwerksserie. Manche von euch hatten die schon, die gab es schon zu Silvester. Die Nummer 28, die Pyro-Spektakel Level 4, werden noch Wege gehabt haben, weil die jetzt erst seit gut anderthalb Monaten auf dem Markt ist. Thank you.
Das war die Level 4. Eine durchschnittliche Laufzeit von ca. 120 Sekunden. Ja, wie ihr seht, mit Wechselfächer, bunt gemischt, einfach ein gutes Feuerwerk für den Silvesterabend. Die Nummer 29 lässt sich da aber auch nicht lumpen. Pyrospektakel Level 8, 20, 25 und 30 mm. Ebenfalls mit Wechselfächern und Wechseleffekten und einer Laufzeit von ca. 160 Sekunden. So, das war die Pyrospektakel Level 8. Eine kleine Anmerkung noch. Die letzten beiden Silvestersaisons haben uns gezeigt, dass es doch ratsamer ist, diese Artikel vorzubestellen, da wir nicht wissen und nicht garantieren können, dass die Artikel Silvester vielleicht alle sein könnten. So, noch zum Abschluss der Kategorie F2, der Schlossgeist. Mit der Nummer 30 auf ihrer Liste, das als Fünferfront geschossen. So, nun gänzlich neu in unserem Sortiment, noch nie gehabt. Vielleicht sind sie auch schön, wahrscheinlich sind sie schön. Selber gesehen haben wir sie noch nicht. Die Kategorie F2 Raketen beginnt mit der Nummer 31, der Artikel Goldjungs, ein Sortiment aus 42 und 48 mm Raketen, wie gesagt eine Neuheit und alle einzeln geschossen.
So, das waren die Goldjungs, ist ein Siemerbeutel. Die Nummer 32, ebenfalls neu, die Best of Blockbox Rockets, Blackbox Rockets, Gottes Willen, 27, 42 und 48 mm. Die Nummer 33 auf eurer Liste, der Artikel Big Set, ebenfalls neu. Das war die Nummer 33, Big Set als 27er Beutel, ebenfalls die Neuheit. Nummer 34 auf der Liste, Blackbox Bombenraketen, 9er Beutel, 30 und 38 mm Raketen.
So, das waren unsere Neuheiten im Bereich Raketen. Alle Raketen, die Sie jetzt gesehen haben, sind bereits am Lager, letzte Woche eingetroffen. Wer das also möchte, kann die gern auch morgen bei uns im Lager mitnehmen. Ja, auch ich hoffe, dass euch die F2-Raketen gefallen haben. Raketen erleben ja momentan wieder so ein bisschen in Revival. Und ich denke, da passen unsere Blackbox-Raketen auch ganz gut mit dazu. Wir beginnen da mit den Single Shots und da auf Position 35 mit den Brocade & Strobe in 1,9 Zoll. Es folgt nun auf Position 36 und 37 eine Kombination Single Shots, und zwar Red Glittering Tail und Green Glittering Tail kombiniert mit Silver Glittering Tail. Ja, da kann man schön damit spielen. Auf Position 38 nun die Stellar-Kometen, und zwar alle Farben im Kaliber 1,5 Zoll. Das waren unsere Single-Shots. Wie gesagt, in den Kalibern 1,9 Zoll und 1,5 Zoll. Wie man gesehen hat, sehr vielfältig einzusetzen, verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, Fächervarianten, da kann man sehr schön damit spielen. Es folgen nun unsere Feuertöpfe, und zwar als nächstes auf Position 39 die Blue Flower Crown, fertig verladen im Rohr, hier im V-Fächer geschossen. Das war die Blue Flower Crown. Auf Position 40 nun Blau zu Silberglitter, eine Dreierfront aus 75 mm Feuertöpfen, verladen im Mörser. Auf Position 41 nun Feuertopf Bronze, zwei Fünferfächer, auch verladen im 3 Zoll Mörser. Wir kommen nun zu den römischen Lichtern, hier 1,5 Zoll. Da haben wir auf Position 42 eine Kombination aus Red Glittering Tail und Golden Titanium Tail. Ja, ein sehr gewagter Winkel, Ralf, aber spektakulär. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Aber liebe Feuerwehrer lieben gern. Auf Position 43, Titanium Flower Tail, auch hier in 1,5 Zoll. Soweit zu den römischen Lichtern. Nun kommen wir zu den Single-Shot-Keks, Kaliber 1,2 Zoll. Da auf Position 44 die SC1, drei Stück gleichzeitig. Niedlich. Auf Position 45 die SC6, Pico. Das war die SC6. Es folgt nun auf Position 46 die SC7, dasselbe in umgekehrter Schussfolge.
Auf Position 47 nun die SC13, ein Fächer. Auf Position 48 die SC11 gesteppt. Wir kommen nun zur nächsten Kategorie, den Batterien, sowohl in F3 als auch in der Kategorie F4. Und wir beginnen hier mit einer F3-Batterie auf Position 49 mit der Blue Brocade. Ja, in der Kategorie F3 ist schon ein bisschen mehr machbar als in der F2. Da merkt man schon den Profi-Touch. Auf Position 50 nun die C25-4. Auch diese Batterie in Kategorie F3, zwei Stück. Die Nummer 51 auf Ihrer Liste, die Valencia, Kategorie F4. Das war die Valencia. Die nächste Position, Cyclone, zwei Stück. Das war die Cyclone. Nummer 53 auf der Liste, Celtic Spirit. Auch hier zwei Stück. Zurück zur Kategorie F3, einer unserer guten und besten Artikel, die WEMP. Die nächste Position, Nummer 55, Gold Eruption, auch zwei Stück. Musik
Die Nummer 56 auf der Liste, die Flashback, Kategorie F4. Das war die Flashback, die lauten Sachen. Jetzt kommen wir mal zu was Leisem, die Nummer 57, der Goldengel. Gefolgt von der Nummer 58, der Feuerbrandung. Ein Fanshape, halbleise. Kann zu Boden ziehen. Die Nummer 59, Schluss mit leise, Shanghai Night. Die Nummer 60, W-Fächer Epilonium. Soweit zur Epilonium. Es folgt nun auf Position 61 eine unserer Neuheiten in der Kategorie F4 für dieses Jahr mit der Scorpion Crone. Das war die Scorpion Ground auf der Position 61, Kaliber übrigens 10 mm. Das war ein Witz, 50 mm. Und dasselbe nochmal, auch in Kaliber 50 mm auf Position 62, eine unserer aktuellen Neuheiten im Bereich F4, die Ice Storm. Thank you.
Ja, das war ein kleiner Ausblick auf die kommenden Neuheiten in diesem Bereich. Kleine Anmerkung noch meinerseits. Bei Neuheiten ist es natürlich für uns immer schwierig einzuschätzen, wie die Verkaufszahlen sein werden. Das heißt, das ist für uns immer so ein Schuss ins Blaue. Und manchmal liegen wir dann daneben, das heißt, wir bestellen zu wenig. Deswegen empfehlen wir hier für die Leute, die an dem Artikel interessiert sind, auch eine entsprechende Vorbestellung, um sich den Artikel dann auch entsprechend zu sichern. Auf Position 63 folgt nun ein alter Klassiker mit der Jumbo Mega Blaster. Ja, die Jumbo Mega Blaster, nicht ohne Grund ein alter Klassiker mit hoher Beliebtheit. Es folgen nun die Bomben, und zwar zunächst im Kaliber 2,5 Zoll auf der Position 64. Hier die Super Assorted 1, und zwar ein Auszug daraus, geschossen von zwei Positionen. Ja, es war gut, dass wir hier zwei Positionen gewählt haben. Wir kommen nun zu den Bomben im Kaliber 3 Zoll, und zwar auf Position Nummer 65, die Brokatkrone grün und in Purpur. Thank you.
So, das waren die Brokatkrone Grün und Purpur in Kombination. Nun auf Position 66 die Popping Kamuru. 3 Stück. Soweit zur Popping Kamuru. Auf Position 67 nun die Austria Nation. Hallo Wolfgang. Auf Position 68 nun die Palm Spring. Und auf Position 69 die Assorted Peonies in 3 Zoll ebenfalls, auch daraus ein Auszug. Wir kommen nun zu Position Nummer 70, der Blinkerbombe Platin in 3 Zoll als auch in 5 Zoll. Die Nummer 71 auf der Liste, 4 Zoll, Smiley. Wie schön die lachen. Die Nummer 72, 4 Zoll Saturnbombe. Die Saturnbombe war das. Nun die 73 auf der Liste, Herzflimmern. Die Nummer 74, Atomic Blue. Nummer 75, Cycaspalme Rot. Die nächste Position, die Hanawa. Und zum Abschluss der 4 Zoll, die Löwenzahnbombe. Kommen wir nun zu den 5 Zoll. Als erstes das Sortiment Assorted Peonies Special.
Der nächste Punkt auf der Liste, Regenbogenblume. 2 Stück im V-Fächer. Die Nummer 80, EMP. Die nächste Position, Polaris. Das war die Polaris. Wir gehen jetzt zur Brokatkrone, 5 Zoll. Die Nummer 83, Nebula, Zylinderbombe, 5 Zoll, 3 Stück. Und zum Abschluss der 5 Zoll Bomben die blaue Kaskade. Ein wunderschönes Bodenfeuerwerk. Dieser Nebeneffekt ist aber übrigens auch ganz ehrlich in der Preisliste mit angegeben. Wir kommen nun zu den Bomben, Kaliber 6 Zoll, Position 85, blaues Wunder. Auf Position 86 nun die Purple Line. Die Palm Surprise auf Position 87. Die Kugelblitz auf Position 88. Ja, da denkt man so, das war's jetzt und dann kommt noch was, ne? Auf Position 89 die Bad Lady. So, das war die Bad Lady. Nun noch ein ganz, ganz kleiner Ausblick auf die kommende Produktpräsentation, das, was da in Planung ist. Ich habe es heute in der Ansprache schon mal kurz angedeutet. Wir haben momentan ein gigantisches Programm an Neuheiten aufgelegt. Ein erster Teil wird davon in diesem Jahr schon erscheinen, im Jahr 2019 dann vermutlich noch mehr und 2020 folgt dann der nächste Schwung. Ich denke, da kann man drauf gespannt sein
Und das schauen wir uns jetzt mal auf Position 90 zunächst mit der Paradoxon an. Kaliber F2 übrigens, oder Klasse F2. Als nächstes die Ultraviolet auf Position 91. Und nun auf Position 92 die Tremor, Kategorie F4. So, und den Abschluss bildet nochmal eine Front aus Frontstücken, ebenfalls in der Kategorie F4 auf Position 91, die Starklicht-Bengalfontäne XXL 20 Stück. So, bevor der Rauch hier bei uns ankommt, darf ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit ganz, ganz herzlich bedanken. Ebenso nochmal einen ganz herzlichen Dank an unser Team für die großartige Leistung. Fast nichts schiefgegangen, das ist bedeutend bei einer Produktvorführung, das passiert fast nie. Und ich hoffe, Ihnen allen hat es gefallen. Genießen Sie noch das eine oder andere Bierchen bei uns und für Gespräche stehen wir natürlich ebenfalls gerne zur Verfügung. Vielen Dank nochmal an Sie alle.